Star Wars The Clone Wars spaltet die Fangemeinde. Ein Teil der Fans findet es zu sehr auf Kinder ausgelegt und feiert den Animationsstil nicht so. Der andere Teil liebt die Serie. Es ist aber unbestreitbar, dass es dort viele grandiose Lichtschwertduelle gab. In diesem Video zeige ich euch die meiner Meinung nach 10 coolsten. Viel Spaß! Ihr verbündet euch mit Piraten? Oh, wie tief sind die Sith nur gesunken. Auf Platz 10 habe ich mich für das Duell Obi-Wan Kenobi und Adi Gallia gegen Darth Maul und seinen Bruder Savage Opress aus der ersten Folge der vierten Staffel entschieden. Dieses Duell lebt von der Rivalität zwischen Obi-Wan Kenobi und Darth Maul und diese wird gerade in Kombination mit dem anderen Lichtwettkampf zwischen Savage Opress und Adi Gallia noch aufgefrischt. Der Tod von Adi Gallia macht diesen Kampf zusätzlich um einiges heftiger. Für mich ein klarer Platz 10. Nein! Mein Platz 9 ist das Duell zwischen Anakin Skywalker und seinem Padawan Ahsoka Tano aus der 16. Folge der dritten Staffel. Ahsoka wurde vom Sohn entführt und durch diesen gesteuert. So bekommen wir ein Duell zwischen zwei der Hauptfiguren der Serie zu sehen. Schülerin gegen Meister. Einfach episch. Und nun tötet die Schülerin ihren Meister! Ich war schon immer mächtiger als du. Auf Platz 8 sehe ich das Duell zwischen Asai Ventress und General Grievous aus der 19. Folge der 4. Staffel. Zugegeben, es ist nicht sehr lang, aber ich finde es episch, die beiden, in Ventress' Fall ehemaligen Anführer der Druidenarmee, in einem Duell gegeneinander zu sehen. Und auch die Kulisse stimmt. Auf Platz 7 sehe ich das Duell zwischen Count Dooku und Anakin Skywalker aus der 18. Folge der 4. Staffel. An diesem Kampf, so kurz er auch sein mag, liebe ich die Details, wie das Besteck, das in Anakins Droidenhand stecken bleibt, die Aggressivität Anakins und die dazugehörige Mimik des obersten Kanzlers. Ein gescheiterter Lehrling, gib deinen schlechten Meister ab! Mein Platz 6 ist der Fight zwischen Asai Ventress, Count Dooku und Savage Opress. Dieser Fight sieht nicht nur auf dem Papier geil aus, sondern er ist es auch wirklich. Zuerst kämpfen Opress und Ventress gemeinsam gegen Dooku als Team. Doch nachdem dieser Savage Opress immer mehr mit Machtblitzen beschießt, verliert dieser schließlich die Kontrolle und kämpft gegen alles und jeden, was einfach nur super zu seinem Charakter passt. Wir nehmen ihn uns gemeinsam vor. Die Hexe und der Jedi. Wie auf dem Präsentierteller. Wiedersehen macht Freude. Kein Problem. Rot ist eh nicht meine Farbe. Auf Platz 5 habe ich mal wieder ein Aufeinandertreffen zwischen Obi-Wan Kenobi und Darth Maul. Doch sie kämpfen beide mal wieder nicht alleine. Obi-Wan bekommt Hilfe von seiner ehemaligen Feindin, Asai Ventress. Ganz nach dem Motto, wer der Feind meines Feindes ist, ist mein Freund. Und Maul wird durch seinen Bruder Savage Opress unterstützt. Dieser Fight schließt die vierte Staffel ab und sind wir mal ganz ehrlich, wie cool ist es bitte, Obi-Wan mal mit einem roten Lichtschwert kämpfen zu sehen. Das ganze Lichtschwertduell macht von vorne bis hinten Spaß anzuschauen. Und gerade das ständige Provozieren Darth Mauls gegen Obi-Wan wegen dem Tod von Qui-Gon Jinn trägt dazu bei. Ein echt genialer Lichtschwertkampf. Deine Wut bringt dich aus dem Gleichgewicht. Das entspricht nicht ganz der Art der Jedi, oder?
Aber es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Seltsam! Wir gehören Ventress! Ihr habt sie behalten! Sie stehen mir doch gut! Platz Nummer 4 geht an den Kampf zwischen Barriss Offee und Anakin Skywalker aus der 22. und damit letzten Episode der 5. Staffel. Barriss hat dafür gesorgt, dass eine Bombe im Jedi-Tempel explodiert ist und hat diesen Vorfall Ahsoka Tano, dem Padawan von Anakin, angehängt. Dieser kam Barriss allerdings mit Hilfe von Ventress auf die Schliche, weil sie deren Lichtschwerter geklaut hat. Genau deswegen gefällt mir dieser Kampf so. Da steckt eine komplette Story hinter und Anakin kämpft mit extremen Emotionen, da es hier gerade um seinen eigenen Padawan geht. Der kurze Anspieler der Darth Vader-Musik und die zwei Facetten des Kampfes, wo erst im Tempel, später dann auf dem Dach und schließlich dann draußen gekämpft wird vor den ganzen Junglingern, gefallen mir richtig gut. Alles in allem ein abwechslungsreicher Lichtschwertkampf und ein wohlverdienter Platz 4. Heraus! Ein Krieger gegen den anderen und der Stärkste von uns soll Mandalore regieren! So sei es. Gebt ihm seine Waffe. Für Mandalore! Auf dem Treppchen und damit auf Platz 3 landet der Lichtschwertkampf zwischen dem Anführer der Death Watch und zu diesem Zeitpunkt Herrscher von Mandalore, Pre Whistler, und dem Sith Darth Maul. Dieser Kampf ist auch ohne Hintergrundgeschichte schön lang und spektakulär, aber gerade mit der gesamten Mandalore und Darth Maul Storyline im Hinterkopf wirkt dieser noch größer. Zudem sieht Pre Whistlers schwarze Klinge einfach nur extrem geil aus. Da gibt es einfach keine zwei Meinungen. Der zweite Platz geht an den Kampf zwischen Meister Yoda und mehr oder weniger Anakin Skywalker gegen Darth Sidious aus der 13. Folge der 6. Staffel, um es anders zu sagen, der allerletzten Star Wars The Clone Wars Folge. Schon alleine, dass Yoda und Sidious, also der Jedi-Großmeister und der gesuchte Sith Lord, sich hier gegenüberstehen, reicht für diese hohe Platzierung aus. Die Hintergrundgeschichte, welche in dieser Folge vermittelt wird, sowie die Story im Kampf, in der Darth Sidious es immer wieder versucht, Yoda in Versuchung zu bringen, Anakin Skywalker fallen zu lassen, um ihn dafür zu besiegen, sind einfach super. Dieser Kampf wäre eigentlich auf Platz 1 gelandet, aber dieser Kampf hat sich am Ende als nicht wirklich real rausgestellt. Trotz allem ist er ein echt würdiger Abschluss dieser wundervollen Serie. Auf Platz 1 und damit das meiner Meinung nach beste Lichtschwertduell von Star Wars The Clone Wars ist der Kampf zwischen Darth Maul und Savage Opress gegen Darth Sidious. Nachdem Darth Maul Pre Whistler in einem Lichtschwertduell besiegt hatte, wurde er zum neuen Herrscher über Mandalore. Er plante allerdings, seinen Herrschaftsbereich weiter auszudehnen. Das blieb auch von seinem alten Meister Darth Sidious nicht unbemerkt
und er kümmerte sich höchstpersönlich darum, den Aufbau dieses Imperiums frühzeitig zu beenden. Hieraus hervor geht jetzt ein Lichtwettkampf, welcher an Atmosphäre, Geschwindigkeit und Epicness nur schwer zu überbieten ist. Nachdem Sidious es geschafft hat, Mauls Bruder, Savage Opress, zu töten, wird der Kampf emotionaler von Seiten Maul und er zückt sein zweites schwarzes Lichtschwert. Auch wenn die Darth Maul Storyline in The Clone Wars hiermit meiner Meinung nach etwas zu früh und zu abrupt beendet wurde, ist das hier trotzdem der, wie ich finde, beste Lichtschwertkampf in Star Wars The Clone Wars. Bitte. Es gibt keine Gnade.